Hallo, wir sind Vicky und Flo von Phototravelers.de. Wir nehmen euch mit nach Patagonien, genauer nach Chile und Argentinien. Und wir stehen schon vor einem der größten Highlights überhaupt, nämlich dem Perito Moreno Gletscher. Und das ist einer der letzten, oder es ist der letzte der Welt, der überhaupt noch wächst. Und jetzt kommt auch noch gerade die Sonne raus. Also viel Spaß bei unserem Video. Und wenn euch unser Kanal gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wir freuen uns drüber. Eisblau liegt er vor uns in seiner ganzen Pracht. Der Perito Moreno Gletscher. Die Eiswand, die sich vor uns aufbaut, ist knapp 80 Meter hoch. Der Gletscher reicht endlos in die Ferne. Über 30 Kilometer ist er lang. Der Glaciar Perito Moreno zählt zu den Top-Attraktionen in Argentinien und Patagonien. Dieser Ort befindet sich im Nationalpark Los Glaciares und zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe. Auf kilometerlangen Stegen erreicht man verschiedene Aussichtsplattformen. Aber auch Boote fahren nah an den Gletscher heran. Der Gletscher ist übrigens der einzige, den man noch beim Kalben zuschauen kann. Kalben heißt, dass diese Eisspitzen hier abbrechen und ins Wasser fallen mit großem Geräusch. Das ist natürlich ein Highlight dann hier. Und so sieht das dann aus, wenn der Gletscher kalbt. Riesige Eisbrocken brechen ab und fallen ins Wasser, schlagen zum Teil hohe Wellen. Man muss schon geduldig warten, aber es lohnt sich. Laut Satellitenaufnahmen umfasst der Gletscher eine Fläche von 254 Quadratkilometern. Während andere Gletscher auf der Welt leider zurückgehen, bleibt der Perito Moreno stabil. Wir sind total begeistert von diesem Ort und können einen Besuch im Nationalpark auf jeden Fall empfehlen. So, wir haben jetzt heute hier sehr viel Zeit verbracht, war ja auch ein Riesen-Event hier mit dem Gletscher und den kalbenden Eisbrocken. Und unser Tipp, jedenfalls für heute, ist, dass man eher mittags offenbar die meisten abbrechenden Eisberge sieht oder Eisspitzen und ja, vor allem, wenn dann die Sonne drauf scheint. Wir fahren noch zu einem anderen Aussichtspunkt im Nationalpark. Hier schwimmen riesige Eisschollen im Wasser. Große, atemberaubende Fotomotive. Dieser Abstecher lohnt sich. Vor allem erkennt man hier nochmal das Ausmaß der riesigen Eisbrocken, die vom Gletscher abbrechen. Auf der Route 40 fahren wir mit unserem Campertruck in Richtung El Chaltén. In dem beschaulichen Städtchen kommt nicht nur Bergsteigeratmosphäre auf. Dort erhebt sich auch das bekannte Bergmassiv des Fitzroy. Wir verbringen die Nacht in unserem Camper. Am nächsten Morgen haben wir Glück, wie wir später erfahren. Dass wir den Mount Fitzroy sehen und noch dazu in dieser herrlichen Morgenstimmung, ist in Patagonien längst nicht an der Tagesordnung. Der Fitzroy ist 3406 Meter hoch und wahrlich eine wunderschöne, imposante Bergformation. Also genießen wir den Anblick des Alpenglühens in Argentinien bei Windstärken, die in Deutschland schon einem Orkan nahe kämen. Jetzt erleben wir auch, was Wind in Patagonien bedeutet. Böen von 80 Stundenkilometern sind keine Ausnahme, sondern normal.
Wir machen uns auf zu einer der spektakulärsten Wanderungen in Argentinien, zur Laguna de los Tres. Anstatt den Normalweg wählen wir eine andere Route. Wir sind stundenlang alleine unterwegs. Nach einer beschwerlichen Kraxelei über riesige Felsen gelangen wir zur Laguna Piedras Blancas. Es erwarten uns atemberaubende Ausblicke. Von hier aus wandern wir weiter zur Laguna de los Tres und treffen jetzt erst auf den Hauptweg und damit auch auf unzählige Menschen, die hinauf wollen. So, und was wir mit Disneyland meinen, hier ist jetzt viel los. Auf dem Weg zur Laguna seid ihr definitiv nicht alleine, denn jeder Argentinier sollte in seinem Leben einmal an diesem magischen Ort stehen. Und dann sind wir endlich da. An der Laguna de los Tres. Die malerische türkise Lagune liegt am Fuße des imposanten Fitzroy. Hier zu stehen ist auf jeden Fall ein Highlight, das man in Patagonien erlebt haben sollte. Wir klettern noch auf einen Hügel. Nun haben wir den Blick auf eine weitere Lagune. Wasserfälle ergießen sich in das türkise Wasser. Sieht das nicht abgefahren aus? Ein Weißkehl-Karakara hat sich die Brotzeit eines Besuchers geschnappt. Nach der Wanderung halten wir erneut, um den Fitzroy in neuen Perspektiven abzulichten. Wieder scheinen wir Glück zu haben, denn das Massiv ist wolkenlos. Der Wind ist allerdings heftig. Patagonien eben. Noch in der Nacht brechen wir zum nächsten malerischen Fotospot auf. Lediglich ein Skorpion und eine Spinne kreuzen unseren Weg. Ansonsten sind wir alleine im Puma-Land. Schließlich kommen wir am Hidden Waterfall an. Der Rio de la Cascada stürzt in die Tiefe. In der Ferne ragt der rot-orange angestrahlte Fitzroy in den Himmel. Auch an diesem Morgen ist uns das Licht hold. Der Fitzroy wird angestrahlt, mit ihm die anderen Berge. Ein malerischer Sonnenaufgang, der immer schöner wird, je länger wir an diesem wundervollen Ort verweilen. Und wir sind ganz alleine hier. Niemand ist weit und breit. So, ihr habt schon gesehen, wir sind mit Sternlampen gestartet, in El Chalten losgewandert, rauf zum Hidden Waterfall. Deshalb Hidden Waterfall, weil man ihn nicht vom Weg aus sieht. Und jetzt sind wir hier an der Laguna Capri. Schaut mal, auch sehr schön. Ja, ist eine nette kleine Tour, die man machen kann. Oder man läuft dann noch weiter zu der Laguna de los Tres. Aber da waren wir ja schon. Von unserem Ausblick sehen wir einen Schopfkarakara. Der falkenartige Vogel ist gar nicht scheu und eher neugierig.
ernährt sich uns und so können wir das schöne Tier ausgiebig bewundern. Seine Flügelspannweite kann bis zu 1,5 Meter betragen. Der Caracara verbringt viel Zeit am Boden und ist es gewohnt zu laufen. Er ernährt sich hauptsächlich von Aas. Auf dem Rückweg in Richtung El Chalten haben wir einen tollen Ausblick auf den Fluss Las Vueltas. Viele Wanderungen starten im Ort El Chalten. Wir brechen zu einer weiteren beliebten Tour zum nächsten Highlight in Patagonien in Argentinien auf. Wir machen uns auf den Weg zur Laguna Torre. Rechts vor uns spitzt der Fitzroy heraus. Links vor uns liegt ein mächtiger Gletscher mit den sogenannten Torres. Genauer dem Cerro Torre. Er ist gerade wolkenverhangen, aber später werden wir ihn sehen. Idyllisch geht es durch eine herrliche Natur, immer mit fantastischem Ausblick. Es lohnt sich, die Kamera dabei zu haben. Und dann plötzlich schaut er aus den Wolken, der mächtige Cerro Torre. Der 3128 Meter hohe Granitberg gilt als einer der schönsten und anspruchsvollsten Berge der Welt. Wir erreichen die Laguna Torre. Die Sonne kommt raus und die Wolken verziehen sich. Auch der Cerro Torre spitzt hervor. Ebenfalls ein Glückstreffer, wie wir später hören. Meist hüllt sich der Berg in Wolken. Wir sind beeindruckt von den Eisschollen, die im Wasser treiben. Wow, welch ein Motiv! Um den Cerro Torre gibt es viele Bergsteigererzählungen. Legendär ist die Geschichte um die sogenannte Compressor-Route, die der Italiener Cesare Maestri im Jahr 1970 mit einem Kompressor in den Granitberg geschlagen hat. Noch heute hängt dieser Kompressor am Berg. Wie schnell die Torrespitzen wieder weg sein können, zeigt dieser Zeitraffer. Es wirkt fast wie eine Wolkenlawine, die da über die Berge hereinstürzt. Vor und neben uns sehen wir den Gletscher Glaciar Torre. Der nächste Morgen beginnt wieder mit grandiosem Licht. Alpen glühen auf dem Fitzroy-Massiv und dem Cerro Torre daneben. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum wir dachten, dieser Anblick sei total normal. Wir hatten wirklich jeden Morgen diese tolle Lichtstimmung. Aber auch wir dürfen ja mal Glück mit dem Wetter in Patagonien haben, oder? Eine weitere Wanderung, die wir euch unbedingt empfehlen, ist die Tour zum Loma del Pliegue Tumbado. Ob die Kuh hier weiß, vor welch großartiger Kulisse sie hier grast? Für uns geht es zunächst durch die Pampa, doch bald lichten sich die Bäume und wir haben tolle Ausblicke. Die Landschaft wird karg. Plötzlich kreisen Kondore über unseren Köpfen. Majestätisch, anders kann man die Tiere nicht beschreiben. Mit einer Flügelspannweite von über 3 Metern ist der Andenkondor nicht nur imposant, sondern zählt mit 15 Kilo auch zu den schwersten Greifvögeln der Welt. Andenkondore sind hauptsächlich Aasfresser. Die Männchen heißen im Spanischen Macho. Er trägt auf dem Kopf einen wulstigen Kamm. Die Kondore kamen uns so nah, dass wir ihren Schatten sahen und das Zischen der Flügel hören konnten.
Na Flo, die perfekte Wanderausrüstung. Hier auf Tour. Nun, die zweite Kamera ist übrigens hinten drin. Aber ist irgendwie auch ein gutes Fitnessprogramm. Und warum hast du das Tele drauf? Weiß die, was man sieht, Pumas, Kondore und natürlich auch in der Landschaftsfotografie. Mit dem Tele kannst du richtig geil reinzoomen, ne? Und Motive in der Ferne festhalten, richtig Format führt. Und es ist schon immer ein Ding, das zu schleppen, aber es lohnt sich. Nach knapp 3 Stunden erreichen wir den Mirador Loma del Pliegue Tumbado. Von hier aus ist der Blick hinunter auf die Laguna Torre, den Fitzroy, den Cerro Torre schon atemberaubend. Natürlich wandern wir noch hinauf auf den Gipfel des Loma del Pliegue Tumbado. Es geht steil aufwärts, aber der Ausblick ist gigantisch. Ja, wir sind jetzt am Gipfel angekommen. Gerade ist mal kein Wind, yay. Und das Coolste sind die Kondore, die hier fliegen. Mega, mega cool in dieser Kulisse. Ein letztes Mal genießen wir den Blick auf den morgendlich angestrahlten Fitzroy. Tschüss, Elchalten! Wir fahren wieder auf der berühmten Route 40 zurück. Direkt an der Route liegt der Rio La Leone. Der Fluss prägt maßgeblich die Landschaft und mündet im türkisen Lago Argentino, kurz vor den Toren von El Calafate. Am Lago Argentino sehen wir am Morgen Flamingos. Für uns geht es jetzt weiter nach El Calafate. Dieser Ort lebt vom Tourismus. Hier ist immer was los. Auf der Route 40, die hier nur eine schroffe Schotterpiste ist, geht es für 60 Kilometer durch die karge Landschaft. Wir sehen unzählige Tiere.
Nandus mit ihren Jungen sind rings um uns herum. Aber auch Guanakos und Schafe weiden friedlich zusammen. Stunden später passieren wir die Grenze und es geht in den chilenischen Teil von Patagonien. Hier erkunden wir viele weitere spektakuläre Sehenswürdigkeiten. In Puerto Natales treffen sich Touristen, Wanderer, Ausflügler. Wir schauen uns ein wenig um und erkunden den Ort am Meer. Ihr Lieben, schaut mal. Wir haben jetzt hier riesige Berge, schneebedeckte Berge. Wir befinden uns jetzt an dem Tor des Torres del Paine Nationalparks. Und es ist hier schon eine massive Kulisse mit dem Wasser davor, den Bergen. Schwäne sind auch noch am Start. Jetzt startet das Abenteuer Nationalpark. In den Nationalpark ist es noch ein weites Stück. Doch die imposante Bergkulisse mit Meer im Vordergrund und den vielen Wasservögeln gibt uns schon eine Vorahnung, was uns erwartet. Unser erster Stopp ist die Cueva del Milodon. Diese spektakuläre Höhle kannten schon die Ureinwohner. 1895 entdeckte ein deutscher Siedler ein Stück einer dicken Haut mit Fell eines urzeitlichen Faultiers. Ein Beweis für das Mylodon. Das riesige Faultier lebte hier vor Tausenden von Jahren. Menschen besiedelten die Gegend wohl schon seit mehr als 15.000 Jahren. Die Höhle ist die größte von mehreren, die man besuchen kann. Sie ist besonders beliebt, vor allem auch wegen der Faultierfigur. Nach diesem Ausflug geht es für uns weiter in den Nationalpark Torres del Paine. Die Landschaft wird immer abwechslungsreicher und imposanter. Auch ein Schriftzug darf nicht fehlen, an dem wir natürlich Halt machen. Was uns sofort auffällt, es ist hier noch windiger als in Argentinien und das Wetter ist noch unbeständiger. In wenigen Minuten wechselt das Wetter von Sonne auf Regen und es gibt einen intensiven Regenbogen. Arco Isidro auf Spanisch. Später wird die Asphaltpiste zur Schotterstraße. Jetzt kommt auch noch der Staub hinzu. Weil es schon spät ist, machen wir Stopp vor dem Nationalpark Admirador Cuernos del Paine. Wir sehen die Cuernos wunderschön angestrahlt, davor den Lago del Toro. Der Cerro Paine Grande ist 2854 Meter hoch.
Nach einer kurzen Nacht wird auch der Sonnenaufgang sehr schön. Ein perfekter Start in Chile. Unser erster Halt im Torres del Paine Nationalpark ist der Mirador Rio Serrano. Der Blick hinunter auf den Fluss ist spektakulär. Die Farben sehen unwirklich aus. Das werden wir auf dieser Reise noch öfter erleben. Die Farben der Flüsse und Seen scheinen nicht von dieser Welt. Unten am Fluss Rio Serrano befinden sich einige Hotels und schöne Hütten, in denen man übernachten kann. Auch direkt am Fluss ist es idyllisch. Der Blick auf die Berge ist nochmal anders. Hier ist es friedlich und abgebrannte Bäume bieten ein tolles Fotomotiv in der blumenbewachsenen Landschaft. Plötzlich erspähen wir eine Familie Magellangänse. Die Männchen sind weiß, die Weibchen tragen ein braunes Gefieder. Die weibliche Gans geht gleich auf ihren Beobachtungsposten, um einen besseren Überblick zu haben und um ihren Nachwuchs zu verteidigen. Ob sie weiß, wie malerisch sie sich in diese tolle Landschaft einfügt? Ein Muss ist natürlich immer ein Foto an den offiziellen Fotopoints im Nationalpark. Wir wandern jetzt zu einer wunderschönen Kiesbank. Sie liegt am Lago Grey. Hier legen die Boote für eine Gletscherfahrt ab. Bei Sonnenschein laufen wir über den Kiesstrand. Die Bootsfahrt zum berühmten Glacier Grey ist zwar super touristisch, sollte man sich aber trotzdem auf keinen Fall entgehen lassen. Die Luft wird eisig kalt. Eisschollen schwimmen neben uns im Wasser. Die ganze Szenerie wirkt unwirklich, nicht von dieser Welt. Der Grey-Gletscher ist riesig. Genauer ist er ein Auslassgletscher der größten Eiskappe der Südhalbkugel außerhalb der Antarktis. Insgesamt 3 Gletscherzungen reichen in den Lago Grey. Und die fährt das Boot an. Sehr beeindruckend fanden wir den Größenvergleich, wenn man nah an das Eis herankommt. Zudem werdet ihr die unterschiedlichen Blautöne aus der Ferne nie so intensiv sehen wie auf dieser Tour. Je näher wir an das Eis herankommen, desto beeindruckender wird es. Auf einmal fühlt man sich richtig klein im Vergleich zu den riesigen Eisbergen, die sich vor uns aufbauen. Seht ihr, wie intensiv blau das Eis leuchtet? Wir waren von den Impressionen absolut begeistert und können die Fahrt mit dem Boot sehr empfehlen. Im Fahrpreis inklusive ist auch ein Getränk, zum Beispiel ein Pisco Sour oder ein Calafate Sour. Das Getränk wird aus den Calafate-Beeren, die überall im Nationalpark wachsen, hergestellt. Nach der Tour nutzen wir die Gelegenheit und wandern von der Bootsanlegestelle hinauf zu einem Aussichtspunkt. Man kann die kleine Insel auf einem kurzen Spaziergang umrunden. Hier hat man einen tollen Blick auf den Gletscher, aber auch auf die umliegende Landschaft.
Wir fahren weiter durch den Torres del Paine Nationalpark. Das unbeständige Wetter hat auch etwas Gutes, und zwar die schönen Regenbögen, die wir überall sehen. Einer der größten Seen im Nationalpark ist der Lago Pehoe. Von ihm aus sieht man an jeder Ecke die bekannte Felsformation Los Cuernos. Im Nationalpark darf man nur auf Campingplätzen übernachten und nicht wild stehen. Die Campingplätze sind jedoch wunderschön mit einer grandiosen Aussicht. Das nächste Highlight im Torres del Paine Nationalpark ist der Salto Chico. Ob es windig ist? Sehr. Der Wasserfall ist leicht über einen Steg zu erreichen. In wenigen Minuten seid ihr am Ziel und schon rauschen riesige Wassermassen in die Tiefe. Wir fahren weiter und gelangen zu einem weiteren Aussichtspunkt. Von hier blicken wir auf die Insel Pehoe hinunter. Das Besondere ist, dass die Insel lediglich mit einem Holzsteg mit dem Festland verbunden ist. Sie liegt im Lago Pehoe. Auf der Insel befindet sich auch eine Unterkunft. Der Wind ist wieder heftig im Torres del Paine. Vereinfacht erklärt ist der See deshalb so türkis, weil das klare Gletscherwasser mit Felssedimenten durchmischt ist. Bei Sonneneinstrahlung reflektiert das Wasser und der See leuchtet türkis. Von der Insel und vom Steg aus eröffnen sich uns neue Perspektiven auf die umliegenden Berge. Am Abend färbt sich sogar der Himmel pink. Am nächsten Morgen laufen wir direkt am Campingplatz los. Wir wandern hinauf zum Mirador Condor. Die Wolken und Lichtstimmung sind grandios. Die Berge werden schon etwas angestrahlt. Es sieht dramatisch aus. Heftigster Wind peitscht uns um die Ohren. Daher wackelt die Kamera auch sehr. Das Licht ist atemberaubend. Der Mirador Condor heißt so, weil man hier auch Kondore fliegen sehen kann. Eine Regenfront zieht herein. Ein Doppelregenbogen erscheint. Regen und Wind machen das Filmen schwierig. Die Kamera verliert sogar manchmal den Fokus. Der Wind reißt uns fast von den Füßen, aber wir bleiben standhaft. Sieht das toll aus. Wir werden an diesem Morgen klatschnass. So ist eben das Wetter im Nationalpark. Es kann sich blitzschnell ändern. Dafür erlebt man oft tolle Lichtstimmungen.
Unser nächster Stopp ist der Salto Grande, ein riesiger Wasserfall, der in den Pehoe-See mündet. Den Wasserfall sieht man bereits von der Straße aus. Man kann auch eine kurze Wanderung zum tosenden Wasserfall machen. Wichtig, auch hier herrscht oft starker Wind. Manchmal wird die Strecke auch gesperrt. Heute haben wir nur 50 bis 80 Stundenkilometer, also alles im gelben Bereich. So, wir laufen jetzt erstmal zum großen Wasserfall, zum Salto Grande. Und dann geht es noch zu einem tollen Aussichtspunkt. Und ihr seht schon, wir sind hier so von oben bis unten in Regenkleidung eingepackt. Denn heute kann immer mal ein Regenschauer kommen und wir wollen vorbereitet sein. Nach wenigen Minuten erreichen wir den Salto Grande, ein toller und beeindruckender Wasserfall. Wir wandern weiter zu einem Aussichtspunkt. Der Wind ist heftig, doch die Fotomotive sind unglaublich. Wir können manchmal gar nicht fassen, wie schön unsere Erde ist. Als wir hier das letzte Mal gewandert sind, war der Wind so stark, dass es Menschen umgepustet hat, die natürlich dann hingefallen sind. Also der Wind ist schon ganz schön gefährlich. Schaut euch die Wasserfarbe an, der Wahnsinn, oder? Auf dem Wasser sieht man, wie stark der Wind ist. Er wirbelt das Wasser auf und treibt es regelrecht an. Am Aussichtspunkt angekommen, erwischt uns eine heftige Regenfront. Der schöne Blick am Mirador Cuernos bleibt uns leider verwehrt. Das Wetter schlägt unglaublich schnell um. Und obwohl wir länger warten, will diese Regenfront einfach nicht wegziehen. So, auch ein zweites Mal hat uns jetzt der Regen erwischt. Eieieiei. Auf dem Rückweg begleitet uns dafür ein genialer Regenbogen. Eine der beliebtesten Wanderungen zu einem weiteren Highlight im Nationalpark Torres del Paine ist die Tour zur Base del Torres. Die Wanderung ist als Tagestour machbar. Insgesamt wandert ihr über 20 Kilometer und steigt über 900 Höhenmeter auf. Eine der bekanntesten Mehrtageswanderungen im Nationalpark ist der O-Track. Er führt einmal rund um das bekannte Torres del Paine Massiv. Und der W-Track ist ebenfalls beliebt, der deckt die unteren Etappen auf dieser Abbildung ab. Wir waren 8 Tage unterwegs und haben sowohl den O-Track als auch den W-Track gemacht.
Dadurch konnten wir noch tiefer in die Natur Patagoniens eintauchen. Wir hatten nicht immer gutes Wetter. Patagonien kann ganz schön hart sein. Ein Highlight war der spektakuläre Blick auf den Grey Gletscher von oben, den wir euch schon gezeigt hatten. Die ganze Wanderung auf dem O-Track findet ihr bei uns als Extra-Video hier auf YouTube. Eine weitere Attraktion im Nationalpark ist die Laguna Amarga. Der Salzsee mit türkiser Färbung zieht auch Flamingos an. Diese Farben sind wirklich unglaublich. Zudem sind die bekannten Torres zu sehen. Aber auch das Blau des Lago Sarmiento überwältigt uns. Ihr seht also, es gibt viel zu entdecken. Wir fahren mit dem Camper weiter, über uns fliegt ein Kondor. Und dann haben wir eine grandiose Begegnung. Zweimal sehen wir ein Gürteltier in freier Wildbahn. Ein Highlight auf unserem Trip. Am nächsten Morgen ist die Landschaft fein gezuckert. Es hat geschneit, es ist kälter, der Wind heftiger. Er reißt an der Kamera und an unseren Jacken. Auch sonst ist die Tierwelt im Torres del Paine Nationalpark beeindruckend. Neben Kondoren, Magellangänsen und mit Glück Pumas siehst du hier auch die hübschen Guanacos. Sie leben meist in größeren Herden. Oft stehen sie nah an der Straße. Autofahrer sollten aufpassen. Die meisten Unfälle passieren hier mit Guanacos. Und Vorsicht, die Guanacos sind manchmal in Spucklaune, wie man hier sehen kann. Unser nächster Stopp ist der Cascada Rio Paine. Es erwartet uns ein riesiger Wasserfall. Die tosenden Wassermassen beeindrucken uns. Dieser Ort ist richtig magisch. Weiter geht es zur Laguna Azul.
Du findest hier einen der schönsten Campingplätze in ganz Patagonien. Uns bietet sich eine atemberaubende Kulisse. Blaues Wasser und dahinter die imposanten Torres. Nachdem wir den Torres del Paine Nationalpark in Chile ausführlich erkundet haben, machen wir uns auf zu den nächsten Highlights im chilenischen Teil von Patagonien. Wir machen jetzt eine Bootstour zum Serrano-Gletscher. Hier ist schon mal das Boot und ja, hinter uns eine schöne Wolkenstimmung hier am Morgen. Von Puerto Bories, nur unweit von Puerto Natales aus, fahren wir mit dem Schiff los. Der Katamaran fährt auf dem Fjord der letzten Hoffnung. Fiordo de Ultima Esperanza. Zunächst kommen wir an einer Insel mit Kormoranen vorbei. Je tiefer wir in den Fjord hineinfahren, desto enger werden die Wände. An den Seiten tauchen riesige Wasserfälle auf, die sich in den Fjord ergießen. Bald schon taucht vor uns der imposante Monte Balmaseda auf. Über 2000 Meter ist er hoch. Der Berg ist hier vom Balmaseda-Gletscher bedeckt. So, wir sind jetzt im O'Higgins Nationalpark und hier darf man nur geführt laufen. Und jetzt gehen wir zum Gletscher. Hierher gelangt man nur mit dem Schiff. Nach wenigen Minuten erreichen wir den ersten Aussichtspunkt. Die Sonne scheint, herrlich. Der Serrano-Gletscher leuchtet. Dieser Gletscher gehört auch zum Monte Balmaseda. Hier kommt auch der Fluss Rio Serrano an, den wir schon im Torres del Paine Nationalpark gesehen haben. Wir laufen weiter und erreichen den nächsten Aussichtspunkt. Nun sind wir ganz nah an dem imposanten Gletscher. Die Bären, die man hier auf dem ganzen Weg sieht, das ist Chauta, hat er uns erklärt. Und die schmecken so ein bisschen bitter-säuerlicher. Ich finde sie lecker und die kann man auch probieren. Der Gletscher mit seiner Laguna davor sieht wie gemalt aus. Auch die Eisschollen. Nach dieser eindrucksvollen Wanderung geht es zurück aufs Boot. Dort bekommen die Gäste, wenn sie wollen, Whisky auf Gletschereis. Wir genießen einen letzten Blick auf den Balmaseda-Gletscher. Die Wolken sind fortgezogen und wir erleben nun die ganze Pracht dieses Naturwunders. Das Schiff hält noch an einem riesigen Wasserfall. Plötzlich macht sich Aufregung breit. Wir stoppen nah an den Klippen. Hier haben sich Seelöwen niedergelassen. Sie klettern die steilen Wände empor und liegen in der Sonne. Doch das Klettern ist gar nicht so einfach für die Tiere.
Später hält das Boot für ein Mittagessen an einer Ranch, der Estancia Perales. Die liegt etwa auf der Hälfte zwischen dem Nationalpark und Puerto Natales. So, die uninformierten Photo Travelers wieder mal. Offenbar geht es hier ein bisschen länger. Wir gehen jetzt hier nämlich noch Mittagessen in einer Estancia. Das sind so, ja, diese Farmhäuser. Sehr cool gemacht, sehr modern. Und hier gibt es jetzt noch Essen. Hier gibt es deftiges chilenisches Essen, Fleischplatte. Das ist übrigens für zwei Personen gedacht. Für uns gab es einen Veggie-Teller. So, das Essen hier ist wirklich ein Erlebnis. Ihr seht schon, es ist hier eine Riesenhalle und die tragen hier Fleischplatten auf. So was haben wir noch nie gesehen. Also es ist riesig. Und wir hatten hier leckeres vegetarisches Essen. War auch gut. Und ja, schauen wir mal, vielleicht gibt es sogar noch einen Nachtisch. Nun geht es mit dem Schiff zurück nach Puerto Natales. Unser nächster Stopp ist Punta Arenas. So, bei schönster Gitarrenmusik sitzen wir hier am Hauptplatz. Und es hat gerade milde, ich glaube so 12 Grad. Jacke braucht man zwar, aber in der Sonne ist es mega angenehm. Mit über 120.000 Einwohnern gilt die Stadt als die südlichste Großstadt der Welt. Man sagt, man muss den Fuß der Statue küssen, wenn man wiederkommen möchte. Das wollen wir auf jeden Fall. Wir besuchen das alte Herrenhaus der Familie Braun. Die Familie erlangte im 19. Jahrhundert große wirtschaftliche Macht. Die Brauns waren maßgeblich an der Entwicklung des südlichen Patagoniens und Feuerlands beteiligt. Dementsprechend pompös ist das Haus. Es gibt auch eine dramatische Geschichte. Sir Ernest Henry Shackleton, seines Zeichens Teil des goldenen Zeitalters der Antarktisforschung, ersuchte die Familie Braun einst um Hilfe. Eines seiner Expeditionsschiffe war im Eis eingeschlossen. Er brach zu einer abenteuerlichen Rettungsaktion auf und konnte immerhin einen Teil seiner Mannschaft retten. Wenn ihr in Punta Arenas seid, müsst ihr auf jeden Fall am Strand entlang laufen und euch die Monumente anschauen. Davon gibt es einige in Punta Arenas. Die Stadt ist an der Magellanstraße gelegen. Deshalb kommen hier auch viele Kreuzfahrtschiffe an, mit Ziel zum Beispiel die Antarktis. Ein weiterer Tipp: Macht einen Abstecher auf den Friedhof der Stadt. Die Bauten und die gesamte Anlage sind überaus sehenswert. Zum Aufwärmen gehen wir in eine der witzigen Bars in der Stadt. Dann schauen wir uns das Museo Regional de Magallanes an. In dem Museum gibt es ebenfalls eine beeindruckende Einrichtung aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir genießen typisches und buntes chilenisches Essen und machen uns abends zum Sonnenuntergang auf zum bekannten Steg mitten in der Stadt. Ebenfalls sehenswert ist das Schiffsfreilichtmuseum Museo Nao Victoria mit den Schiffsnachbauten.
Ihr könnt die Schiffe auch betreten. Dazu gibt es spannende Geschichten zur Seefahrt. So, diese kleine Nussschale hier, damit ist Shackleton losgezogen, um seine Crew zu retten. Crazy, oder? Wenn man sich vorstellt, dass da nur ein paar Männer in diesem kleinen Ding waren und dann losgezogen sind und dann hier in Punta Arenas rausgekommen sind und dann ihre Crew so retten konnten. Oder zumindest das, was noch übrig blieb. Direkt an der Küste von Punta Arenas werden wir Zeugen eines wunderschönen Schauspiels. Delfine in freier Natur. Bei diesen Tieren handelt es sich um die chilenischen Weißbauchdelfine. Wir können unsere Augen gar nicht abwenden und sind gefesselt. Auch aus dem Auto sehen wir die Tiere an der Küste springen. Am Morgen brechen wir von Punta Arenas aus sehr früh auf zu einem spektakulären Ausflug. In kleinen Gruppen geht es auf Schnellboote. Wir fahren auf der Magellanstraße in Richtung Isla Magdalena. Hier befindet sich ein Schutzgebiet für die Magellan-Pinguine. Plötzlich wird das Boot langsamer. Delfine sind zu sehen. Genauer, Kommason-Delfine. Das sind die kleinsten Wale der Welt. Die Art springt gerne, wie uns eine Meeresbiologin erklärt. Ihren Namen verdanken sie dem französischen Naturforscher Dr. Kommason, der sie 1767 in der Magellanstraße erblickte. Die Kommason-Delfine leben nur rund um die Küste von Feuerland und weit entfernt im Indischen Ozean. Die Delfine folgen uns noch eine Weile. Wir sind glücklich, unsere Herzen voll. Welch grandioser Auftakt dieser Tour. Dabei kommen die Hauptakteure doch erst noch, die Pinguine. Wir landen an der Insel Magdalena. Bist du bereit für die Pinguine geflogen? Ich bin sowas von bereit. Ich bin schon mega aufgeregt den ganzen Tag, aber wir hatten jetzt auch schon Delfine. Wir kommen an und die Pinguine sitzen und liegen überall. Man darf nur in geführten Gruppen auf abgesperrten Wegen über die Insel laufen. Die Pinguine haben Nachwuchs, der bereits etwa 3 Monate alt ist. Diese Löcher sind die Bruthöhlen, die über die gesamte Insel verstreut sind.
Besucher müssen hinter der Absperrung bleiben und Abstand zu den Tieren halten. Während der Brutzeit versammeln sich die Magellan-Pinguine zu großen Brutkolonien. Sie leben monogam, das heißt, jedes Jahr kommen diese Pinguine zum gleichen Partner zurück. Sie finden sich durch einen speziellen Ruf. So süß und tollpatschig sie an Land wirken, so raketenartig sind die Magellan-Pinguine im Wasser. Sie können bis zu 75 Meter tief tauchen und sie erreichen im Wasser Geschwindigkeiten von 25 Kilometern pro Stunde. In Freiheit werden Magellan-Pinguine bis zu 25 Jahre alt. Den Namen haben sie übrigens von ihrem Entdecker Ferdinand Magellan. Hin und wieder spielen sich lustige Szenen ab, wie die zwei Jungen, die von einem Elternteil gefüttert werden. Offenbar war ihnen das Futter nicht genug. Die Magellan-Pinguine füttern zu zweit und mehrmals am Tag. Diese drei Pinguine befinden sich bereits im Gefiederwechsel. Sie sehen etwas zerzaust aus. Das heißt, sie bekommen bald ein wasserabweisendes Federkleid. Dieses Flauschfell ist noch nicht wasserabweisend. So, wir müssen leider schon wieder die Pinguine verlassen. Wir haben hier nur eine Stunde bekommen, aber immerhin. Und jetzt geht's weiter und wir sehen jetzt dann die Seelöwen. Mit dem Boot erreichen wir schon bald die Isla Mata. Hier gibt es eine Seelöwenkolonie. Über uns fliegen Kormorane. Auch sie leben auf der Insel. Über 1000 Tiere kann die Gruppe der Mähnenrobben umfassen. Sie sind das ganze Jahr auf der Insel. Je näher wir kommen, desto lauter wird es. Die großen Tiere sind die Männchen. Ein männlicher Seelöwe kann über 300 Kilo wiegen. Die mächtigen Bullen sind den ganzen Tag mit Revierkämpfen beschäftigt, beziehungsweise damit, die Weibchen in ihrem Harem zusammenzuhalten. In der Zeit an Land bekommen die Männchen monatelang keinen Schlaf. Einige der verspielten Tiere begleiten unser Boot noch etwas weiter. Und dann herrscht auf einmal Aufregung. Orcas, hören wir. Und tatsächlich, es sind Orcas in der Magellanstraße. So traurig es ist, aber zu ihrem Speiseplan gehören die süßen Pinguine und die Seelöwen. Wir haben Glück, die Orcas kommen näher und sind super aktiv. Der Schwertwal oder auch Killerwal ist eine Art der Wale aus der Familie der Delfine. Orcas haben übrigens keine natürlichen Feinde.
Von Punta Arenas fahren wir mit dem Camper hinaus in die Steppe. Hier sehen wir tagelang nur Guanacos, andere Wildtiere und sonst nichts. Genauso wild wie die Landschaft sind in der Wüste auch die Sonnenuntergänge. Dramatisch und spektakulär. Nur wir und der Sonnenuntergang. Später wechselt die Farbe in Lila. Der ganze Himmel leuchtet noch stundenlang. Am nächsten Morgen dann ein weiteres Schauspiel der Farben. Die Farben explodieren zum Sonnenaufgang. In der Wüste wird es intensiv, in jeglicher Hinsicht. Wieder sind hier nur wir, die Weite, die Farben, sonst nichts. Ein Guanaco hat sich mit uns den Sonnenaufgang angeschaut. Es wirkt wie hypnotisiert. Genau wie wir. Diese Farbenpracht war mehr als atemberaubend. Wir halten uns nordöstlich und gelangen in den Paliaike-Nationalpark. Der Park ist wie folgt aufgebaut. Und man kann einige Wanderungen unternehmen. Hier ist wenig los, alles naturbelassen. Wir sind jetzt hier im Paliaike-Nationalpark und schaut mal, die ersten Guanacos sind schon hier, die kleinen Fluffels. Und dieser Nationalpark ist insofern besonders, dass er relativ klein ist, ganz, ganz viele Vulkankrater aufweist. Also es wird aufregend und ein tolles Naturerlebnis heute. Vor uns tauchen schon die Vulkankrater auf. Sie sind das Highlight im Paliaike-Nationalpark. Die Wanderung führt uns zunächst durch die Pampa, vorbei an Felsspalten. Bald erreichen wir den ersten Vulkankrater. Wow, sieht das abgefahren aus. Erstarrte Lava und buntes Gestein. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich schleppe halt gerne durch die Gegend so einer kleinen Wanderung. Und du weißt ja nie, was du siehst. Ne? Und wenn du dann irgendwie ein tolles Tier siehst und du hast kein Täler dabei, boah, da würde ich mich so ärgern. Deswegen muss das einfach sein. Über uns kreist ein großer Vogel. Wir beobachten ihn eine Weile. Wie viele Vogelnester hast du gefunden, Flori? Wie viele? Das ist schwer zu sagen. Es sind schon einige. Leider sieht man die kleinen nicht. Aber irgendwas ist hier im Gange, weil man hört schon die Schreie und auch hin und wieder mal einen Vogel fliegen. Wahrscheinlich irgendwie auf der Jagd nach irgendwas. Aber wir sind jetzt schon ein bisschen länger hier. Jetzt hat sich einige Zeit nichts getan. Und ich glaube, wir ziehen jetzt mal weiter. Die Wanderung führt uns weiter durch Vulkangestein. Auf dem Weg sehen wir auch viele Eidechsen. Wir gelangen zum zweiten Krater, der ist ebenfalls mächtig. Auf einem der Hügel steht ein Guanaco. Es thront über der Landschaft. Der einzige Feind der Guanacos ist der Puma und der Mensch. Wir waren von dem putzigen Gesellen sehr angetan. Das Guanaco zählt zur Familie der Kamele. Und das Lama stammt offenbar vom Guanaco ab. Die Tiere können bis zu 120 Kilo schwer werden und erreichen Geschwindigkeiten von über 70 Kilometer pro Stunde. Um Weideland für Schafe zu gewinnen, wurden die Tiere in der Vergangenheit massiv gejagt. Von einst 50 Millionen wilden Guanacos sind heute nur noch rund 600.000 übrig. In Chile landet das Fleisch auch auf dem Teller. Und in den Stacheldrahtzäunen der Weiden verfangen sich regelmäßig Tiere und verenden qualvoll.
Es ist wirklich unglaublich, was wir hier für Temperaturen haben. Wir können jetzt hier in T-Shirt und kurzer Hose sozusagen rumrennen. Und also wir können es nicht fassen. Wir dachten ja, jetzt wird es dann richtig, richtig kalt. Aber wir haben offenbar noch Glück, das richtige Sommerfeeling hier. Und das hier ist jetzt ein ausgetrockneter See, der aber auch ziemlich cool aussieht. Den schauen wir uns jetzt genauer an. Die Laguna Ana ist im Sommer ausgetrocknet. Neben Guanacos kann man hier manchmal Flamingos sehen. Auch Nandus sind im Pali Eike unterwegs. Außerhalb des Nationalparks sehen wir viele Schafe. Eines sieht besonders fluffig aus. Es dürfte wohl länger nicht mehr geschert worden sein. Auch die Karakaras sind unterwegs. Wer Wildlife sehen möchte, kommt in dieser Gegend auf seine Kosten. Vom Pali Eike Nationalpark aus fahren wir zur Fähre, die uns von Patagonien hinüber nach Feuerland bringen wird. Die Fähre nähert sich schon dem patagonischen Festland. Bezahlt wird auf der Fähre, wir können also entspannt im Auto warten und auf die Fähre fahren. So, was machen wir jetzt? Es geht ganz spontan. Wieder sowas bei uns, ne? Ja, wir wussten heute Morgen noch nicht, was wir machen, aber wir haben jetzt spontan entschieden, wir müssen noch nach Feuerland. Also nehmen wir euch jetzt mit rüber nach Feuerland. Wir sind selber sehr, sehr, sehr gespannt. Es gibt ja ganz viele Abenteuergeschichten darüber. Und jetzt fahren wir mit der Fähre. Los geht's in das Abenteuer Feuerland. Wir haben Glück, das Wasser ist ruhig. Andernfalls müsste man durch die Wellen fahren. Riesige LKWs setzen mit uns über, denn auch Feuerland muss mit Ware versorgt werden. Das erste, was wir auf Feuerland sehen, eine riesige LKW-Schlange, Füchse und einen Sonnenuntergang. Gute Nacht, Feuerland. Am nächsten Morgen werden wir nicht enttäuscht. Der Himmel brennt in Tierra del Fuego, in Feuerland. Stunden um Stunden führt uns der Weg durch die Pampa, die Steppe. Es ist karg und braun. Hier und da stehen Guanacos. Der Norden von Feuerland gehört zu Chile. Später geht es dann hinüber nach Argentinien. Was ihr alles zu den Grenzübergängen wissen müsst, erfahrt ihr in unserem Extra-Video zum Roadtrip durch Patagonien. Wir sind nun in Argentinien. Hier begegnen uns viele Radreisende. Sie haben alle ein Ziel, in die ehemals südlichste Stadt der Welt zu gelangen, nach Ushuaia. Sie alle, wir auch, fahren die berühmte Ruta 3, ein Teil der legendären Panamericana. Unser erster Stopp ist der Lago Fagnano. Dort sehen wir Füchse auf dem Parkplatz. Sie warten auf das Essen von Touristen. Wichtig, füttert bitte nie Wildtiere. Die Route 3 führt uns weiter zum Lago Escondido. Über den Passo Garibaldi geht es in Serpentinen die Straße hinauf.
Unser Stellplatz für die Nacht liegt majestätisch am Fluss. Auch das ist Feuerland, grün, wild und wunderschön. Schließlich erreichen wir Ushuaia. Spätestens hier fahren die großen Expeditionsschiffe in die Antarktis ab. Aber auch die Kreuzfahrtschiffe legen an. Grüße vom Ende der Welt, wir sind in Ushuaia. Ushuaia. Oder Ushuaia, wie die Einheimischen sagen. Die ehemals südlichste Stadt der Welt. Deshalb ehemals, weil inzwischen das Örtchen Puerto Williams in Chile als südlichste Stadt gilt. Doch Ushuaia bleibt die südlichste Stadt Argentiniens und nach wie vor die südlichste Stadt der Welt, die diesen Namen auch verdient hat. So, in der Touristinfo kann man sich einen Stempel vom Ende der Welt in den Pass machen lassen. Das haben wir gerade gemacht, war übrigens kostenlos, man muss nur in der Schlange stehen. Man kann auch ein Zertifikat mitnehmen, aber das brauchen wir alles nicht, sondern uns reicht der kleine Stempel mit Pinguinen übrigens. Es gibt auch einen Kondor oder was auch immer im Pass. Im Nationalpark Tierra del Fuego gibt es das südlichste Postamt der Welt, von der Antarktis einmal abgesehen. Direkt am Meer gelegen auf einem Steg steht ein winziges Häuschen. So, hinter uns seht ihr das selbsternannte kleinste Postamt und auch südlichste Postamt der Welt. Da schauen wir jetzt rein mit euch. Hier ist immer einiges los, kein Wunder. Wer will nicht eine Postkarte vom südlichsten Ende der Welt verschicken? Zudem wird die Post von einer echten Persönlichkeit abgestempelt. Carlos de Lorenzo ist der Herr über das Postamt und eine kleine Berühmtheit. Jeder will ein Foto mit ihm machen. Der Herr mit dem markanten Schnauzer ist aber auch ein Original. Und natürlich gibt es auch hier einen Stempel für 3 Dollar oder 1000 Peso. Kriegst du einen Stempel vom Ende der Welt in deinen Reisepass. Obwohl die Hütte klein ist, wird sogar im Sommer der Ofen angeworfen. Feuerland eben. Am Ende der Welt ist es auch im Hochsommer klirrend kalt. So, jetzt haben wir unsere Briefmarken hier geholt. Und ja, jetzt hier ist der Briefkasten. Es schüttet ganz schön, deswegen muss es jetzt ein bisschen schnell gehen. Also, folgt mir mal. Unsere Reise durch den Nationalpark im Feuerland geht weiter über eine abenteuerliche Brücke. Derer gibt es viele hier. Die Straße im Nationalpark bringt uns durch mystische Wälder. Die Bäume hier sind ganz besonders. Wir fahren bis ans Ende der Ruta 3, übrigens das Ende oder der Anfang der berühmten Panamericana von Alaska bis Feuerland oder eben andersherum.
jetzt hier am südlichsten Weg, den wir erreichen werden. Mega, mega cool. Auch ein schöner Ausblick. Hier sind wir nun am südlichsten Punkt der Panamericana. Es gibt jetzt eine tropische Wassermelone und ihr seht schon, jetzt kommen schon die Mützen zum Einsatz. Also am Ende der Welt ist es ganz schön kalt. Wir fahren wieder aus dem Nationalpark heraus und schauen uns den Zug am Ende der Welt an. Der historische Tren del Fin del Mundo fährt hier ab und zuckelt dann rund eine Stunde durch den Nationalpark. Jetzt unternehmen wir noch eine der beliebtesten Wanderungen in Feuerland. Wir starten in dem für Feuerland so typisch mystischen Wald. Wir wandern jetzt zur Laguna Esmeralda. Das ist hier so die Wanderung, die jeder machen möchte. Und ich kann euch sagen, ihr seht schon, oh, es ist brutal kalt, wirklich. Naja, am Ende der Welt ist es echt kalt. Doch die fantastische Landschaft entschädigt für die Kälte, oder? Der Weg in Richtung der Lagune führt teilweise durch ein Sumpfgebiet. Daher gibt es hier viele Brücken und Stege durch die feuchte Landschaft. Wir kommen an einem mächtigen Biberstaudamm vorbei. Der Pfad führt angenehm dahin. Wir haben Glück mit dem Wetter, die Sonne kommt heraus. Schließlich erreichen wir die Laguna Esmeralda. Das türkise Wasser ist umringt von mächtigen Bergspitzen. Ein Highlight in der Gegend rund um Ushuaia. Am nächsten Tag bekommen wir spontan einen Platz bei einer Bootstour. So, jetzt geht's hier im Zodiac. Los. Wir sind gespannt. Mit dem Zodiac geht es auf den Beagle-Kanal. Genauer gesagt steuern wir die Insel Martillo an. Der Beagle-Kanal ist eine Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Auf der Insel leben zwei Arten von Pinguinen. Die Regeln sind streng. Nur 20 Personen dürfen für eine Stunde auf die naturgeschützte Insel. Auch hier befindet sich eine große Kolonie Magellan-Pinguine. Die haben wir bereits in Chile gesehen. Jetzt erleben wir sie auch auf Feuerland. Hier ist ein Gewusel im Wasser. Während die Magellan-Pinguine an Land immer ein wenig tollpatschig wirken, sind sie im Wasser pfeilschnell. Herrlich, die Tiere im Wasser springen zu sehen. Die Jungtiere sind gerade mitten im Gefiederwechsel.
Auf der Insel gibt es auch eine Kolonie Eselspinguine, die Gentoo-Pinguine. Zu erkennen sind sie an ihrem orangen Schnabel und dem weißen Fleck im Gesicht am Auge. Die meisten der Tiere, die wir gerade sehen, sind Jungtiere, die auf die Rückkehr der Eltern mit Fisch warten. Auch diese Jungtiere sind im Gefiederwechsel und wirken etwas gerupft. Die gemütlichen Jungen sehen träge aus, doch die Eselspinguine sind die schnellsten aller Pinguine. Im Wasser erreichen sie bis zu 36 Stundenkilometer. Seinen Namen trägt der Pinguin wegen seines Geschreis, das dem des Esels ähnelt. Mit stattlichen 90 Zentimetern gehören die Eselspinguine zur Riege der größten Pinguine. Die Eselspinguine leben im Gegensatz zu den Magellan-Pinguinen nicht monogam. Auf einmal ist unser Guide ganz aufgeregt. Ein ganz besonderer Pinguin hat sich unter die heimischen Pinguine gemischt. Wir haben Glück und sehen hier einen Königspinguin. Dieser hat sich mit seinem Partner verschwommen. So, und hier ist ein Pinguin, ein Königspinguin. Der hat sich in Anführungszeichen verschwommen. Ist jetzt hier aufgetaucht. Der liegt hier rum. Und ja, für den ist es eigentlich das Klima viel zu heiß, denn eigentlich ist er natürlich in der krassen Kälte unterwegs. Aber für uns ist es ein Glück, denn hier würden wir nie einen Königspinguin sehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einen zu entdecken. Der Königspinguin lebt eigentlich in kalten arktischen Gewässern und ist der zweitgrößte Pinguin der Welt. Er wird bis zu knapp einem Meter groß. Wir haben Glück, ihn hier zu sehen. Keine Sorge, diesen zwei Pinguinen geht es gut. Sie liegen einfach nur faul rum. So, schaut mal. Wir sind die einzigen hier auf der Insel. Es dürfen nur maximal 20 Personen hier auf der Insel. Es ist mega ruhig. Es ist alles mega natürlich. Also echt richtig gut gemacht. Es ist auch mega strikt. Man darf nur ganz, ganz weit weg an die Pinguine dran. Und überhaupt nicht überlaufen oder touristisch. Finden wir sehr gut. Und so kommunizieren die Magellan-Pinguine. Einige betreiben Nestputzen, da fliegt die Erde. Bei den Jungtieren steht der Gefiederwechsel an, das sieht man auch. Dieses Schnabelwetzen ist Kräftemessen. Dagegen das langsame Schnabelreiben zeugt von Fürsorge. Die Regel lautet, Pinguine haben immer Vorrang. Kreuzt der Pinguin einen Weg, bleiben wir stehen.
Am Ende schauen wir nochmal bei den Eselspinguinen vorbei. Die liegen faul in der Sonne herum. Nach einer Stunde müssen wir die Insel wieder verlassen. Das Boot bringt uns zurück aufs Festland zur Habberton Ranch. Hier befindet sich ein Museum. Dort erfahren wir von den Biologen alles über die Meerestiere, die im Beagle-Kanal leben. So, wir dürfen uns jetzt hier noch das Museum anschauen. Das ist insofern sehr spannend, weil hier Biologen arbeiten. Das heißt, wir haben eine wirklich sehr intensive Erklärung jetzt bekommen zu allen Tieren, die hier im Beagle-Kanal leben. Und hier hinter uns ist das Museum. Und hier werden Tiere, die gefunden werden, zum Beispiel aufbereitet. Und dann werden die Knochen gereinigt. Krasser Geruch da drin. Wer sich traut, kann sich auch das Bone House anschauen. Hier liegt auch mal ein verwester Seelöwe. Nichts für schwache Nerven, aber sehr interessant. Die Habberton Ranch befindet sich direkt am Beagle-Kanal, durch den die Grenze zwischen Argentinien und Chile verläuft. Von hier aus können wir nach Chile blicken und sehen die offiziell südlichste Stadt der Welt auf der Isla Navarina. Hier kann man uns rüber nach Chile schauen und dort ist die südlichste Stadt der Welt jetzt mittlerweile in Chile, Puerto Williams, und das sieht man von hier aus. Dorthin gelangt ihr aber nur mit dem Boot, weil es eine Insel ist. Wir hoffen, unser Patagonien-Guide mit den schönsten Sehenswürdigkeiten hat euch gefallen. Schaut euch gerne noch die anderen Videos auf unserem YouTube-Kanal zu unserer Patagonienreise an. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf www.phototravelers.de. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich freuen wir uns sehr über ein Abo.